So, und damit ein Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind im DLC Vermächtnis der ersten Klinge in der Nebenaufgabe oder in der Nebenquest von Identität des Anwerbers. So, und ich würde sagen, wir quatschen mal hier mit Dreus. Noch eine Notiz. Ich erwarte gute Neuigkeiten über die Anwerber. Erstatte mir am See Bericht. Am See. Der Jäger. Am See. Interessant. Wo war er? Mal ganz ehrlich, er ist abgehauen. Wo hast du dich versteckt? Ganz in deiner Nähe. Du warst nie in echter Gefahr. Das habe ich auch allein gut hingekriegt. Da brauchte ich dich nicht. Der Handlanger des Jägers erwähnte einen Artabanos. Wer ist das? Ein toter Mann. Ich dachte, Du bist wir. gegangen. Warum? Ich musste sicher gehen, dass du nicht zum Orden gehörst. Du traust mir immer noch nicht. Hast du nie meine Beziehung zum Orden in Frage gestellt? Ich habe über deine Beziehung nachgedacht. Ja, es stimmt, ich war misstrauisch. Du hast die Geheimnotiz direkt entschlüsselt und du kanntest ihre Rituale und Sitten. Ich weiß, du bist sauber und wir haben unsere Antworten. Laut Notiz ist der Jäger in der Nähe eines Sees. Ich muss noch anderen Hinweisen folgen. Und ich bin sicher, Nehmer hat mehr für dich. Was immer Dareus verbirgt, ich werde es finden. So, Quest abgeschlossen. Identität des Anwerbers. Okay, nächste Quest. Die nächstgelegenste Quest ist tatsächlich die da, ne? Ne, ich gehe von der Entfernung aus jetzt. So, 820, das wäre 847. Also würde ich sagen. Boah. Gehen wir mal in die Richtung. Warte mal, gibt. Hier gibt es eine Quest. Ich wollte gerade sagen, gibt es hier in der Nähe eine Quest? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich hoffe, das passt alles so mit dem Sound. Also auch, dass ich nicht zu sehr übersteuere oder so. Weil ich habe immer das Gefühl, irgendwie der Sound passt nicht. So. Besten Dank, Malakka. Adlermann, wie kannst du es wagen, den Hof meines Bruders von der Ziegenblut. Was? Von diesen zu retten. Oh, schon wieder eine Quest bezüglich so danke. Wie kannst du was wagen so? Okay, dann schauen wir mal, ne? Dass wir das als erstes machen. Es geht in die Richtung. Ist auch geil. Der versteckt Schätze für uns. Der Tod aus der Luft. Okay. Ikarus. Oh, es ist Sonnviech schon wieder. Mistvieh. Ist nicht. Dich, Drecksvieh.
will keiner haben. Sowas kotzt einen nämlich immer an, diese Drecksviecher. Alter. Okay. Oh, auch noch auf Inseln. Really? Oh boy. Na komm. Wenn wir schon mal auf dem Weg dorthin sind. Schon wieder Malakka. Der Witz ist, Malakka heißt hier Arschloch. Das ist auch geil. Weißt du, wir tun gute Taten und dafür betitelt er uns als Arschloch sozusagen. Also als Malakka. So, einer ist da. So, das wäre dann schon mal der erste. Ja, ja. Komm. Und einer ist da. Das ist der richtige Ort. Nimm gleich hier auch das Ruderboot. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So. Einmal ab. Guten Tag. Oh, keine Pfeile mehr. Zack. Bam. Der Move war doch mal nett. Zack, zack, zack. Sollte hier nicht eigentlich ein Schatz sein? Oder irre ich mich da? Ja, natürlich, da. In der Richtung. Der erste Teil des Schatzes. So. Huch. Oh. Oh. Das scheint... Wir scheinen aufgelaufen zu sein. Uncool. Wir scheinen aufgelaufen zu sein. Alles klar. Muss ich kurz schwimmen. Hier. Da hätte ich jetzt den zweiten Schatz. Beziehungsweise die zweite... Ja. Schatzviertel. Ja, das ist natürlich doof. Man sieht diesen Felsen, hat den Felsen da schlecht gesehen. Ah, jetzt geht's. So, da hinten ist auch noch mal so 300 Meter in die Richtung. Ich hole mir den Schatz jetzt schnell mal. Wenn ich weiter segle, werde ich kentern. Wenn ich weiter segle, werde ich kentern. Da wären wir. Hier drüben. Machen wir es gleich hier. Hier hinten ist was.
Zack. Ein Hühnerei. Eieieiei. Da ist ein Hühnerei. Hab. Und ein bisschen Erz. Sogar ein Orichalcum-Erz. So. Jetzt fehlt mir nur noch da drüben die Insel. Dann habe ich erstmal die Inseln. Das Boot kommt nicht gegen die Wellen da draußen an. Ach. Ich segel zur Not damit um die ganze Welt. Wenn es sein muss. Ich bin am richtigen Ort. Wenn es sein muss, segle ich hier mit dem Schiffchen um die ganze Welt. So. Zack. Zack. Aber das ist nicht der Schatz. So, für einmal der da. Danke sehr. Klack, 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 klack. Danke sehr. Ah, hier. Zack. Hep. Und hep. So. Schon habe ich die Schätze hier auch erledigt. So, 404. Theos der Sterngucker. Alles klar. Was haben wir denn da Schönes gekriegt? Schon wieder Müll zum Verwerten. Satanischer Helm. Handschuhe des Krämers. Umbruch des Anwerbers. Nein. Ja. Wie gesagt, Müll. Da hinten soll er sein, okay. Sonst sehe ich hier jetzt keine Quests mehr, ne? Nee, gut. Alles klar. Gehe ich hier an Land. Und holen wir da dann den nächsten Söldner. Hep. Danke sehr. Apropos, wenn wir schon mal dabei sind, Pfeile. Zack. 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 Ne? Zack. Ja, 40.000. Eieiei. Okay, da hinten steht er. Der Theos Sterngucker. Nehmen wir mal diese Todespfeile hier. Zack. Hat er aber Glück gehabt. Also seinen Begleiter habe ich schon mal
geholt. Das ist schon mal gut. Zack. Fuck. Zack. Ab. Bombs. Und der nächste Söldner ist erledigt. Wir sollten ja ein paar Söldner für diese alte Dame platt machen. Theos, der Sternengucker. Theos war immer auf der Suche nach Antworten zu schwierigen Fragen. Was wird geschehen? Wer hat Recht? Wie kann er allen zum Vorteil gereichen? Um seine Ansicht nach, Und seiner Ansicht nach konnte einzig der Blick nach vorne zu den Göttern die Antwort bringen. Es lohnt sich nicht, andere Menschen zu befragen. Alles klar. Die Ärztin, ja. Da haben wir auch schon einen Hinweis. Rums. Okay. Nächste Quest. Agis aus dem Norden wäre, glaube ich, der nächsten gelegenste. Ne? Ja. Wenn ich richtig sehe, ja. Okay. Wo kann ich am... Oh, ne. Wir werden erstmal den hier holen. Nicht so ungut, aber den zu holen, das ist mir jetzt mal ein Bedürfnis. Und dann kann ich ja eh da hoch porten. Also das mir zu holen ist jetzt mir mal ein Bedürfnis. Weil dann habe ich da auch gleich die den Aussichtspunkt und kann mal gucken, ob vielleicht hier in der Nähe sogar noch Quests sind. Oder so. Weiß man ja nicht. So. Aber den Punkt hole ich mir jetzt noch in dieser Folge. Ich meine mal 480 Meter, das ist ja nichts. Ne? Das ist ein bisschen Jogging. Mehr ist das ja nicht. So, da. 400 Meter. So. 250 Meter. Und ab nach oben. So. 150. Berg Athos. Okay, dann wollen wir mal. Und ab Berg Athos synchronisieren. Und da sieht man mal wieder, wie schön diese Welt gemacht wurde. Also hier die von Assassin's Creed Odyssey. Finde ich geil, muss ich sagen. Und damit werde ich auch jetzt die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir uns da hinten zu der Stadt porten. Und mal gucken, dass wir Agis aus dem Norden platt machen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lovers Kisan.